Hallöchen, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Ghost Recon Wildlands. An meinen Seiten sind Enno, Vanva und Reaper. Hallo. Hallo. Und in der letzten Folge von Wildlands. Oh Gott. Ja. Wir haben uns den Code von dem, also von dem Heli, von dem Piloten beschafft und sind jetzt auf dem Weg, den Heli zu klauen. Ja. Wird interessant. Übrigens, die 1 ist wieder da. Wollen wir mal kurz austreten? Ja, der war pipi zwischen den Tankstellensäulen. Okay, das ist dann der erste, den wir wegmachen müssen. Dann die 2. Das macht 3. Ziel 5 gesichtet. Die 3 gibt uns mal so grob das Ziel vor. Und die 4 ist ein Problem, was wir später machen. Okay, das wollte ich nicht. Komm schon, blöde 1, beweg deinen Arsch. Das wird nix. Na, muss ich irgendwann wieder bewegen. Guck, jetzt bewegt er sich. Ach, Reaper. Scheiße. Tango getroffen. Na klasse, Schlaumeier. Das... Wir wurden entdeckt. Mann. Fuck. Okay. Nochmal bis zum Generator. Ich hab die falsche Waffe im Anschlag gehabt. Fuck! Keine Schüsse. Na, die Scharfschützen kannst du ja auch ausschalten, ohne dass es irgendeiner merkt. Wenn ich direkt vor dem stehe, gebe ich dem mit meinem Sturmgewehr eine Kugel, dann ist der weg. Aber das, ich hatte halt die scheiß Diegel im Anschlag. Das Ding ist, hat halt keinen Maulkorb. Ja, trotzdem. Wir konzentrieren uns jetzt wieder und... Oh, wieso sind wir denn eigentlich hier? Keine Ahnung, wie das passieren konnte. Ich nehme mich einfach an. Ja, so. Komm her. Komm her. Los geht's. So. Direkt die 2 drücken, damit ich auch ja eine andere Waffe im Anschlag habe. Ja, am besten die leiseste Waffe, die ihr habt, im Anschlag. Das ist mein Sturmgewehr. Aber am besten nur hochschießen zu Türmen oder so, weil da ist wenigstens keine Mauer oder kein Zaun hinter, der ein Geräusch von sich gibt. Da ist nur Luft hinter. Ich sag mal, als die leiseste Waffe hat eigentlich immer noch Wannenwand, nämlich sein Defibrillator am Rucksack. Ja. Und wenn du den ein bisschen hochpowerst, dann kannst du eigentlich garantiert damit umbringen. Naja. Vielleicht mit dem Kabel noch so als Lasso schwingen, das wäre geil. So, würgen, ja. Nee, erdrosseln heißt es ja. Erdrosseln, ja. Würgen tut man, wenn einem etwas im Hals stecken bleibt. Also ich kann auch noch was anderes unterwürgen. Ja, wenn wir unseren Fatzki hier sehen. Ja. Ja, als Würgen nein, lassen wir das. Ja, das könnte ja schon als Brechreiz durchgehen. Das läuft hier wie geschmiert. Was denn? Hast du dir den Kopf gestoßen? Nee, ich hab den Typen gerade so dermaßen auf den Hinterkopf gehauen und ihm die Beine weggezogen, dass er einen Salto vorwärts gemacht hat. Nee. Ich glaub, dem hab ich mit dem Boden, hab ich dem das Nasenbein reingerammt. Ja, bei dem Helm? Ich marschier mal nach da vorne, der hat ja keinen Helm auf, glaube ich. Doch, der hat einen Helm auf, aber das Visier hochgeklappt. Spezi. Ah. Navo, vielleicht rein, dass der unser Spezi nicht draußen rennt. Ja, da kommt lang. Was redet der denn schon wieder? Gefahrenverzug. Ja, hat er nichts gesagt. Eins bewegt sich. Hat er sich auf eure Kanäle geschlichen. Die Drohne ist oben. Die Drohne ist hin. Die haben einen Jammer. Ich hab den Generator noch nicht. Ich hab's doch gerade gemerkt. Okay, die 1 bewegt sich etwas schneller. Achso, du hast sie, ne? Ja. Okay. Ja. Die wollen wir nachfragen. Okay, Granate. Oh nein! Was? Versteckt euch in die hinterste Ecke. Aber ich höre gar keine Funksprüche. Ja, noch erst wenn sie uns sehen. Versteckt euch so gut es geht. Reaper kommt zu uns rüber. Drohne fliegt. Ich leide. Oh nein, da kommt jemand in das Amaria-Haus. Oh, das ist Reaper gewesen. Okay. Oh. Alter!
Ich wollte ein bisschen für den Spannungsbogen sorgen. Ist ja schon gut. Ich werfe dir gleich die Granate zwischen die Füße. Oh Gott, aber es sieht relativ ruhig aus. Ja, ja. Ja, die 1 geht auch schon wieder am... Was auch immer. Fußballplatz, irgendwie Regenwürmer suchen, keine Ahnung. Ja, also wenigstens unter Leuten mit seinem IQ. Oh, Achtung, feindlicher Heli an der Luft, in der Luft. Ja. Wie gesagt, erst vorrücken, wenn ich das okay gebe. Ich guck nur aus der Tür raus. Ich hab genau gesehen, wie du auf die Straße zugestürzt bist. Leg ihm eine Leine an. Aber so eine richtig kurze aus kaltem Metall. 5 Tangos. Mit so einem Schockhalsband. So. Kurz gucken. Das Tankstellengebäude sieht soweit ganz gut aus. Wir müssen halt, wenn wir da drin sind, uns direkt an die Wand gegenüber hocken, unter dem Fenster. Weil da kann man ziemlich weit reingucken. Okay. Das ist ein ziemlich offenes Gebäude. Also geht's los? Ja, jetzt vorrücken zum Tankstellengebäude. Ich werde mit dem Patzke erstmal hier bleiben, weil der stellt sich eh mitten in den Weg. Achtung, wenn die 2 euch sieht, dann bleibt lieber erstmal an der Wand. Sobald wir in der Luft sind, bricht hier die Hölle los. Aber wir haben das Uran. Die schießen doch nicht auf uns, oder? Ich würde nicht meinen Arsch drauf verwetten. Auf keinen Fall. Das wäre Wahnsinn. Uns gehen zu lassen wäre Wahnsinn. Die beseitigen lieber die Beweise, als unsere Ladung zu riskieren. Okay. Die 2 und sein Kollege patrouillieren da eigentlich die ganze Zeit nur hin und her, soweit ich das sehe. Die gehen die Straße immer wieder hoch und runter. Wo ist der Heli, wo wir hin müssen? Da, wo ich die 3 markiert habe. Verstanden. Der Hangar, wo die 3 hinter steht, scheint offen zu sein. Sind da irgendwelche Tangos drin? Moment. Nee, aber der ist offen zu anderen Tangos. Und zwar zu mehreren. Ich glaube, das Beste wäre, wenn wir uns von den Zelten aus nähern. Wir werden 2 Leute, wobei eigentlich 4 Leute direkt ausschalten müssen. Die werden uns sonst sehen. Das wird kritisch. Vorschlag. Da die Granate vor uns ja nur für leichtes Aufregen gesorgt hat, aber uns nicht hat auflegen lassen, würde meine Sprengdrohne eventuell was bringen. Wenn irgendwas Entferntes gesprengt wird. Das ist nicht das Problem, wenn wir Personen töten. Ich habe eher Angst um den Heli. Wir könnten. Da ist Uran drauf. Wir könnten auch irgendetwas sprengen am Anfang des Lagers. Da ist auch eine große Gruppe Tangos. Dann hätten wir Ablenkung und weniger Gegner. Aber dann würde ich erst gerne in ein sicheres Gebäude gehen. Sicherer als das, wo die Tankstelle? Ja, genau. Ja. Aber welches? Also ich habe eine grobe Idee, wo wir hingehen könnten. Wobei, da steht auch schon wieder einer. Das ist ätzend. Tango 15. Also, wir haben, wenn ihr aus der Tankstelle rausguckt, auf die Hangars. Ja. Und dann ganz eng links um die Mauer rumgeht, dann befindet sich da so ein Haus mit einem grünen Dach. Wenn ihr dort hinter bleibt, so Richtung Mauer, dann würdet ihr theoretisch zwischen das grüne Dachgebäude und die Zelte kommen. Die Drohne fliegt. Ja. Ich denke, das wäre erstmal so das Sicherste. Von da aus könntet ihr zumindest bis zur 3 gucken. Und zwei ist abgeschreckt wegen der Drohne. Wessen Drohne hat sie gesehen? Meine? Nee, von unserem Gebäude hier. Ich weiß nicht, wer damit losgeflogen ist. Meine war irgendwo in der hohen Luft. Einer kommt zu euch rein, der ungedingste. Okay, ich gehe raus aus der Tankstelle in Richtung Navo. Warte. Nee.
Okay, das. Der ist stehen geblieben. Ich zähle 15. Ich weiß nicht, was er macht. Sie gehen weiter zum Glück. Oh Mann. Ring, lasst besser Overwatch mit Drohne fliegen. Sie hat doch den Slow-Mo, nee, falsch, den Stealth-Modus an dem Ding dran. So, an dem Tankstellengebäude ist eine Garage mit dran. Da links um die Ecke oder was? Ja. Okay. Komplett links einmal außen lang. Könnt ihr jetzt machen. Okay. Jetzt einmal vor. Genau, immer weiter links da an der, am Zaun lang, sodass ihr hinter das Gebäude kommt. Dort seht ihr, wenn ihr geradeaus guckt, nur einen, der da am Tor steht. Ja. Aber der wird erstmal nicht zu euch hingucken. Der guckt fleißig nur seine Straße an. Hier ist allerdings eine Tür im Zaun. Ja. Am besten nicht so stehen bleiben, dass ihr dadurch gesehen werden könnt. Bei den Dixies ist das, glaube ich, ein ganz gutes Plätzchen. Oh, Vorsicht, da vorne ist ein Typ. Den meinte ein Commander gerade. Wieso? Hä? Hey, lass mich hier rein. Hey. Können wir nicht ins Dixie klopfen? Also ich habe gerade von dem hier gesprochen, ne? Ja. Ja, gut. Okay. Ansonsten bei der 3 und hinter dem Helikopter befinden sich zwei Personen. Genauso wie bei der 4 noch eine weitere Person steht. Diese 4 werden uns beim Start wahrscheinlich davon abhalten wollen. Also müssen wir die ausschalten. Ja. Und da wir dürfen den Heli halt nicht treffen. Und deshalb müssen wir eigentlich vor oder hinter den Heli kommen. Und hinter den Heli sind zu viele, deswegen müssen wir vor den Heli kommen. Kannst du mir einmal den Typen hier vorne beobachten? Oder irgendeiner von euch hier, ja, damit ich mich mal umschauen kann? Ich bräuchte ein bisschen Überblick. Wir haben noch den Sniper oben auf dem Turm, also beweg dich nicht zu viel. Welchen Sniper? Der jetzt als 3 markiert ist. Hinter dir, über dir. Aber er guckt in eine ganz andere Richtung, also keine Sorge. Wo willst du denn hingucken, Reaper? Zum Heli. Deck aus dieser Richtung gibt es quasi keinen, womit du nicht jetzt die 3 treffen würdest. Also, wenn du die 3 triffst, dann wirst du auf jeden Fall immer den Heli treffen. Das ist das Problem. Nein, schießen will ich auf keinen Fall. Wenn, dann versuche ich mich irgendwie anzuschleichen und sie im Nahkampf auszuschalten. Aber ich bin halt am Überlegen, weil hier Enno ist ja auch Soldat, der müsste auch im Nahkampf ausgebildet sein. Ja. Er müsste also auch die Leute K.O. schlagen können, ohne dass wir einen Schuss setzen müssen. Aber die 3 wird immer von jemandem gesehen. Wenn ich jetzt mal die Markierung wegnehme und den anderen markiere, der steht halt direkt dahinter. Der würde es, glaube ich, mitbekommen. Was ist hier mit dem Gebäude, also diesem Hangar-Gebäude, da auf der rechten Seite am Heck des Zielhubschraubers? Da, können wo die 4 wir ist. Da rein? Ja. Also das Gebäude auf unserer Seite, der Hangar. Können wir da rein? Ihr könnt da rein, aber dann sind die 4 und sein Begleiter das Problem. Die haben direkt einen Blick. Also sie gucken nicht direkt rein, stehen aber seitlich zum Hangar. Also schräg seitlich. Und wo haben sie ihren Rücken hingerichtet? Zum Heli. Fuck. Also meine Variante wäre quasi, dass wir zur Schnute vom Heli kommen. Da diese Unterstände, da ist niemand drin. Mhm. Wenn wir es dahin schaffen, dann wäre es, glaube ich, zu unserem Vorteil, weil dann können wir nämlich die jetzige 3 und jetzt die 3, die beiden können wir nämlich von da aus ausschalten und direkt zum Heli laufen. Okay, ich bin wieder bei unseren Leuten hier. Achtung, die 2 bewegt sich. Die patrouillieren wieder zu euch, also am besten hinter der Zeltwand verstecken. Ich nehme jetzt mal die andere Markierung von der 1 weg und markiere was die 1. Was ist mit der Schlaftablette hier vorne, die da seine Straße anglotzt? Genau, die 1. Den sollten wir ausschalten, aber erst wenn die 2 vorbei patrouilliert ist. Der stört uns im Moment. Die kommen hier oben lang. Ja. Okay, verstanden. Ich weiß nicht, wie weit hoch sie laufen, deswegen lieber erstmal warten. Erstmal, wenn die wieder unten sind beim Air Defense. Okay, die sind schon umgedreht.
Okay, der Sniper, beobachtet der da was? Der guckt auch mit die Straße entlang. Hört er das eventuell? Ich hoffe nicht. Wenn, ziehen möglichst zu den Dixies. Moment, der Sniper bewegt sich. Lauf schnell am Zaun lang. Sehr gut. Ach Mensch, stinkt dich hin hier bei uns ab. Hey, lass mich in die Ecke. Schlafe. Okay. Okay. Wenn der Scharfschütze da oben ein bisschen mittig steht, könnte ich ihn ausschalten. Es steht am Treppenansatz. Ihr könnt jetzt quasi weiter den Zaun entlang und dann Richtung Tor und da vorbei zum Unterstand. Da könnt ihr hinlaufen. Okay. Die drei guckt nicht dahin. Negativ, ich weiß nicht, um welchen Unterstand es sich handelt. Die drei läuft mit dem Gesicht zu uns. Komm, guck weg, Junge. Der Unterstand, da wo das Auto steht. Der Sniper schläft. Warte, die 1 hat die Waffe gezogen. Ist das der mit den Kisten oder wie man das nennen soll als Wände? Ja. Okay, dann habe ich ihn, glaube ich, im Helikopter. Visier. Okay, das sollten wir abwarten, den Helikopter. Der Unterstand ist erstmal frei, da könnt ihr hin. Ich habe Angst, dass die 1 euch sehen könnte. Deswegen, wenn möglich, hinter das Auto ducken. Okay. Erst hinter dem Panzer ducken, dann schnell rüberlaufen und dann hinter das Auto ducken. Okay. Ich lasse höchstmögliche Vorsicht walten. Wenn jetzt jemand hier rein will mit dem Auto. Ich glaube, da draußen sind Rebellen, die hier rein wollen. Zumindest stand hier gerade einer vorm Tor. Ja. So, ich laufe zum Auto. Hast du dich beobachtet gefühlt dabei? Ja, ein bisschen. Er hat abgeschreckt. Och, du Scheiße. Ja. Das wird eine sehr spaßige Sache jetzt. Achtung, er kommt gucken. Ja. Dann lass ihn kommen. Dann sollten wir hinter Panzer bleiben. Ja. Oh, die zwei können gleich auch wieder. Es wird ein gefährlicher Winkel bei uns, Enno. Wen meinst du? Die zwei. Die patrouillieren. Ja. Ich seh die gar nicht auf der... Sind hinterm Auto. Okay, jetzt kommt rüber, beide. Ja? Schnell, okay, go. Ja. Ich habe mich kurz beobachtet gefühlt, aber... Ja, er hatte gerade kurz den Rücken zu uns gedreht. Er kommt auf euch zu. Soll nur kommen. Ist ganz langsam. Und es wird langsam dunkel, die Sonne geht runter. Das gefällt mir. Ja, bis die in der Berg ist, ist aber... 19 Uhr. Okay, er hat gesagt, tranquilo, es ist ruhig. Ja. Jetzt kommt die Zweierpatrouille. Ja. Also ihr könnt jetzt links hinter den roten Container und dahinter sind, ist ein roter Container auf zwei grünen. Da noch weiter hinter. Schön an der Mauer bleiben. Ja, der Typ, der guckt uns aber wieder jeden Moment. Ich versuch's. Vielleicht sollten wir auch erstmal die... Hat er nicht gesehen, oder? Kein Kontakt. Dann aber bitte weiter hinter den Container, weil sonst muss ich... Ja, weiter hinter die grünen. An der Mauer lang. Steht auf einmal ein Enno im Weg. Mann, erschreckt mich doch nicht. Eieieiei, okay, hier fühle ich mich sicher. Ich weiß nicht, wie ich das gleich mit unserem Fatzke machen soll, ne? Kannst du nicht eventuell in der Basis bleiben? Wir gleich komplett Ruhe, also die sind gleich alle weg. Okay. Gut. Also... Die zwei und so weiter, die laufen gerade wieder weg. Ihr seht jetzt den anderen, der links vom Heli steht, richtig? Ja. Kannst du den markieren? Kann ich nicht. Ah, ich sehe die Person, hast du die aber. Drei nicht mehr frei? Siehst du meinen roten Punkt zufällig? Ah. Okay. Ja. Okay, das Problem ist halt, dass die vier auch nicht alleine ist. Da kümmern uns dann, bei der 4 kümmern sich Enno und ich drum. Die 1 sowie die 3 machen mir jetzt gerade persönlich Sorgen. Also von da aus habt ihr auf jeden Fall einen besseren Winkel, dass ihr die 1 nicht so trefft, dass ihr den Heli trefft. Weil das darf auf keinen Fall passieren.
Ja, aber da könnte halt ein Durchschlag. Also mit meiner Waffe kann ich nicht schießen, weil dann schlägst du durch 15 Leute durch. Ja, du darfst höchstens auf die 3 schießen. Und selbst da ist das Risiko sehr hoch. Ich wollte mich versuchen ranzuschleichen. So, ich versuche mal durchzurennen vorne an diese Steindinger da. So hier, Wanwa und Enno wissen, was ich meine. Da, geradeaus durch. Das da. Ja. Ich renn los. Sind nicht so blöd wie die hier. Okay, ich bin durch. Okay, hat sich noch jemand gemerkt? Hat bemerkt? Nee. Der Eins ist ganz ruhig. Okay, dann. Ich will die Umgebung im Auge behalten. Okay, dann komme ich auch. Ich gehe zur 3. Oder soll ich hier warten? Ich weiß es nicht. Warte lieber noch kurz. Okay. Zieh dir aber hinter die Steinmauer. So, ich hab die 3. Und die schläft. Ich sehe eine montierte Waffe. Hat irgendwo ein montiertes Geschütz gesehen. Ich versuche jetzt an die 1 dran zu kommen. Schaut ihr immer noch in eure Richtung? Positiv. Ja. Alter, du wirst dich freuen, wenn du das Ding fliegen darfst hier. Oh, ich sehe schon. Enno, du kannst versuchen vorzurücken. Die 1 gehört jetzt gleich mir. Ich sehe dich, ja. Wenn du ihn hast, krieg ich vor. Bring den aber ich auch muss weg. Sie hier, ich musste sie hier K.O. schlagen, ging nicht. Okay. Okay. Zum Heli oder hin auf die Sandsäcke? Zum Heli. Overwatch sagt. Zum Heli, okay. Guckt zum Heli vor und dann kümmert ihr euch um 4 und Begleitung. Okay. Okay, ich geb. Ich mach nur Beobachtungsschutz. Okay, Weaver, bin hinter dir. Die sitzt, die stehen leicht verschränkt. Bereit? Ja, bereit. Mit F oder E ist das. Und los. Scheiße, warum hast du nicht gleich ein Signal abgefeuert? Hä? Was zum... Wie? Das hat anscheinend nicht gereicht, oh Mann. Oh, das war doch absolut synchron, du Fatzke, du. Alter. Weißt du, so eine Mimose. Erst beschwert er sich darüber, dass wir den Code, dass wir viel zu brutal zu den Piloten waren. Und jetzt beschwert er sich die ganze Zeit. So eine kleine Mimose, ey. Kleine Mimose? Große Mimose. Weil ich ein ziemliches Fötzchen. Entschuldigung, den Ausdruck. Bei dem passt. Ja, nein. Ja, ist auch so. Oh nein. Ich möchte mir in den Kopf schießen. Nein, nicht erlaubt. So. Ich laufe dann schon mal, aber wenn es jetzt dunkel wird, haben wir einen Vorteil. Also von daher. Was stand? Das ist alles auch vor Augen. Es ist auf jeden Fall eine leichtere Mission als die, die wir vorher hatten. Was für ein... Das war aber nicht der Saldo, den der andere von uns gemacht hat, oder? Doch, genau das war der Saldo. Naja. Naja, das ist für mich kein Saldo, das ist für mich eher ein Wegzieher der Beine einfach nur. Ja, aber es hat was so cool, dass du von hinten gegen den Hinterkopf so eine Gipsgedächtnisklatsche und dann einmal Beinchen weg. Nichts endet. Einmal zu sagen so, hallo, ich bin da, und dann patsch. Auch schon wieder, ne? Ja, ja. Da steht die Pappnase hier beim Generator. Das ist ein Luftabwehrsystem. Yep. Das ist unsere kleine Mimose. Der braucht noch einen Moment, der kann nicht so schnell. Ja, da stand bei mir gerade noch wo ganz anders angeblich. Was kannst du eigentlich? Frage ich nicht, Timmy, es ist ja echt. Weil den kann man ja auch fragen, ob du behindert bist, habe ich gefragt. Nee, das ist keine Frage mehr wert bei das dem. Das ist eine Aussage. Ja. Da muss ein Ausrufezeichen hinsetzen, stimmt's. Komm, lass ihn einkesseln. Generator ist aus. Sehr schön. Ich krieg direkt hier, weil ich bin schon da, krieg ich direkt hier rüber. Setze Drohne ab. Ich krieg die Krise. Wisst ihr Leute, sobald wir in der Luft sind, bricht hier die Hölle los. Quatsch. Aber wir haben das Uran. Die schießen doch nicht auf uns, oder?
Ich würde nicht meinen Arsch drauf verwetten. Irgendwie. Auf keinen Fall. Das wäre Wahnsinn. Uns gehen zu lassen wäre Wahnsinn. Die beseitigen lieber die Beweise, als unsere Ladung zu riskieren. Also ihr könnt... Ist der Störsender wirklich aus? Ja, ne? Ja. Gut. Ihr könnt bis zur Tankstelle vorrücken. Also ich bin schon in der Tankstelle. Hier vor, ist, vor der Tankstelle ist übrigens auch alles ruhig. Also bisher sehe ich hier nichts. Ich weiß nicht, ob die jetzt... Ich hab noch einen. Okay, ich vermute, die gehen schlafen. Die. Die Patrouille bleibt. Ich gehe wieder rein. Okay, schön, ich bin in der Tankstelle. Ich bleib hinter meinem Auto. Ich habe mich vorhin hier in der Motorhaube versteckt, dafür bleibe ich jetzt. Keine Zeit für Alleingänge. Ah, da ist er noch. Das Notstromlicht ist natürlich jetzt schlecht hier. Nein. Ohne Licht hast du keine Nachtsicht? Na, nein, ich meine das Notstromlicht, dass es so hell ist. Nur, dass es so hell ist. Die Eins und die Begleitung gehen an euch vorbei. Ja, ich leg mich mal lieber hin. Ja. Ja, Wanda, du müsstest doch eigentlich hier auch auffallen wie ein Kanarienvogel, so als Santa Blanca Tarnung. Ja, eigentlich schon. Aber mein Hut macht das alles wett. Achso, der Hut ist es. Und nicht der Pferdeschwanz. Bitte was? Ihr könnt euch jetzt einmal bleiben. Du hast doch so einen kleinen Pferdeschwanz. Beeilen. Was war's? Nur aber schnell. Die drehen gleich wieder und, um. Und wann war, was den Pferdeschwanz angeht, ich möchte dich manchmal dran packen und wegzerren, wenn du mal wieder eine Granate rausholst. Aber an meine Haare willst du auch manchmal fassen, oder? Oh Mann. Ich habe die ganzen Granaten auch gerade schon in meinem Rucksack gestopft, damit ich dann nicht aus Versehen irgendwas werfe. Naja. Okay. So, jetzt brauche ich hier wieder was. 2 und so weiter. Da ist die 5. Also, momentan ist die 3. Obwohl, die 3 guckt weg. Du kannst hier an die 2 ranfischen. Aber 10 wieder zum Dixie. Am besten ins Dixie rein. Ja. Du bist damals in der Schule. Schön das Gesicht nochmal reindrücken. Also ich weiß ja nicht, was ihr immer gemacht habt in der Schule. Also wenn ihr bei mir im Gesicht reingedrückt worden wart, naja. Nee. Ich war ja einer derjenigen, der zugeschaut hat. Ach, zugeschaut? Ich war immer derjenige, der so da reingequetscht hat. Ich habe nur die Videos auf YouTube hochgeladen. Achtung, die 3 guckt zu euch runter. Ja, ich versuche den Schädel zu sehen, aber ich sehe nichts. Der steht direkt vorne an der Kante. Nein, tut er nicht. Er steht ein bisschen weiter vorne. Weiter hinten, meinst du? Ja, minimal. Geh nicht zu weit. Fallt am Boden. Okay. Wieder hinter dem Panzer? Hinter dem Panzer und dann nach und nach. Ja. In das Auto. Frage, ob es auch was bringt, wenn wir kriechen würden. Ich glaube, es ist gefährlicher. Ich bin nicht entdeckt worden, also ich hatte kein Gefühl, dass man dann komme ich nach. Genau, wirst nicht entdeckt. Die sind wohl wirklich ein bisschen Nachtblind jetzt. Ich fühlte mich auch ein bisschen sicherer. Das ist schön. Wieder hinter die Container. Die 3 steht ein bisschen seitlicher zu euch. Ja, bisschen... Die 3 ist jetzt gleich weg. Ja, aber einen größeren Bogen rumlaufen. Nicht zu flach an den annähern. Genau so. Haben wir ein Glück, dass da hinten keiner mehr an den Zelten ist. Mhm. Boah, halt die Schnauze, Alter. Hier, schnarch. Ansonsten könnten wir die 4 und Begleitung auch stehen lassen, glaube ich. Können wir auch ganz einfach erschließen. Ich meine auch, dass wir die stehen lassen könnten vielleicht. Ich meine, ein paar Schüsse, ein paar Erschütterungen hält das Uran aus. Ja, mag sein, aber trotzdem, dann schlagen die Alarm, wenn wir losfliegen. Ja, das passiert sowieso. Sobald wir das Ding hier starten, gibt's hier mega Geschrei. Wird's nicht riskieren, die stehen zu lassen. Ja, okay. So, gute Nacht. Okay, wie wollen wir rangehen?
Machen wir so, ihr stellt euch so hin, dass sie in einer Linie stehen, aber zu zweit stellt ihr euch so hin. Und das wird schwer. Schaffst du beide. Moment, Moment, ich möchte aber auch... Ich hab keinen Bock, dass dahinter nicht der Heli ist. Ich hab keinen Bock, dass da hinten der Heli ist. Nein, ich kann nicht, er steht seitlich zum Heli. Nein, ich spreche von dem Heli, der da hinten ist. Dahinter ist gar nichts. Ich brauche nur Abstand. Dahinter ist noch ein Auto und ein Heli in weiter Entfernung. Achso, ja, nein, in deren Schussbahn ist er nicht. Nein. Also ich hätte zur Sicherheit auch beide nochmals Abdeckung. Ich hätte auch noch Abdeckung. Okay. Dann erschießt die beiden. Tango getötet. Okay, die sind gefallen. Ja. Okay. So, dann jetzt ab zum Heli hier. Ja, aber noch nicht einsteigen. Warte. Ja, ich bin am Kopfschiff. Die 1 und Begleitung patrouillieren gerade. Lasst euch von denen nicht sehen. Wenn die weg sind, dann komme ich durch die Tankstelle zu euch. Okay. Wir warten hier so lange. Wir können auch beide ausschalten. Kein Risiko eingehen. Die kehren wieder um. Ja. Die stören uns nicht. Nein. Aber ich würde sagen, warten wir noch auf Stützen. Okay. Enno, übernimmst du die Drohne? Klar. Drohne fliegt. Weil dann rücke ich vor zur Tankstelle schon mal. Und dann sagst du, wenn die 1 mit Begleitung weg ist. Mach ich. Das Zeichen, wenn du in der Tankstelle bist. Ich bin jetzt an der Hintertür der Tankstelle. Okay, 1 mit Begleitung gehen gerade noch dran vorbei. Sind auf etwa Höhe, auf Höhe der Abwehrstellung. Ja. Und jetzt in der Tankstelle. Sollten jetzt außer Sicht sein. Hat's genug beeilt? Wie taunt er sich jetzt? Kommt direkt zum Heli gelaufen. Ja, der Weg ist bis sicher und frei. Alter, der Typ ist so lahmarschig. Der hält sich halt. Bin beim Heli. Der ist halt fabulous. Mhm. Alle einsteigen? Alle, der läuft immer 3 Schritte und dann bleibt er stehen. Ich zuerst ein, wenn ich ansteige, ja, habe ich gleich die Motoren. Ja. Ich gehe hier auf die rechte Seite ans Geschütz. Ich bin am linken. Alles dran. Ja, okay, dann, die Waffe dann, ist heiß. Dann kann es jetzt losgehen, Leute. Ich mach das, ich fliege. Müssen nach links weg. Bitches. Okay. Ja. Wie weit links? Also Spaß haben. Ihr wimmelt es überall von Luftabwehr, die euch vom Himmel holt. Nicht so weit da kommt man nur durch, wenn man tief fliegt. Moment, jetzt wieder nach rechts. Dort. Glaubt ihr, ihr schafft das? Niedrig fliegen, ohne entdeckt zu werden. Wir sind entdeckt worden. Was? Angeblich zu hoch geflogen. Hä? Oh Gott, was ist das? Wenn jetzt gleich das passiert, was ich denke... Mhm. Dann kriege ich einen Schreikrampf. Ja. Naja, ich lasse es lieber, meine Stimmbänder sind doch zu wertvoll. Ich will es gar nicht sehen. Die potenzielle Energie baut sich gerade auf. Hm. Du meinst die potenzielle Energie des Bildschirms im Vergleich zum Schreibtisch? Oh Gott. Die dreckige Kacke in diesem Moment. Ich hab... ja, aber das machen wir in der nächsten Folge. Ihr seht dann da, wie wir wegfliegen. Ja, hoffentlich. Also, ich hoffe, es hat einen gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao. Tschüss. Tschüss.